Wenn man so durch die Haupttür geht und denkt sich, okay, ja, das erinnert mich gerade an was. Oh, ist das so lange her? Riddle Special Mischung für gute Laune. Die Musik oder der Tee? Ich weiß nicht. Beides? Extra von den Niederlanden importiert. Die Musik oder der Tee? Nein, es ist glaube ich, beides nicht aus den Niederlanden. Also der Tee ist es nicht. Ich glaube, die Niederlande ist jetzt auch nicht unbedingt bekannt für guten Tee. So, wir kümmern uns heute mal um den Griff und ich mache wieder die Ärmel hoch. Es ist immer dasselbe. Es ist so eine Angewohnheit.
einfach mit hochgekrempelten Ärmeln zu malen. So, meine Farb... Mein Farbrepertoire lässt auch langsam nach. Deswegen müssen wir mal eben hier einmal so. Ich versuche heute auch nicht so viel Farbe zu verschwenden wie letzte Woche. Ich schwöre es. Ich habe mich letzte Woche ein bisschen geärgert, dass ich so viel Farbe auf das Blatt geklatscht habe und nur die Hälfte oder so gebraucht habe. Ich mag das nicht so gerne. Ich bin nicht so gerne die Verschwenderin. So, aber ich glaube, ich muss die Ärmel doch hochmachen. Sonst werde ich das alle 2 Minuten machen und dann wieder runter. Das ist doch dämlich. Ich glaube, wir müssen aber die Pinsel noch ein bisschen ausquetschen, weil ich habe vorhin noch ganz schnell die zweite Seite lackiert hier. Hab noch schnell, damit wir im Stream hier nicht wieder das Gleiche machen müssen, noch schnell die zweite Seite bemalt sozusagen. Wir müssen hier oben noch so ein bisschen, ihr seht das, ne? Die Kleinigkeiten an den Seiten, die habe ich jetzt nicht gemacht, aber Hauptsache... Die Oberfläche ist schon mal deckend und so. So. Dann könnt ihr auch es gibt so Maler. Wie heißen die denn? Diese mit dem Loch drin, wo man so die Hand drunter macht, da den Daumen so durchschiebt und dann hat man eine Malerpalette. So. Die gibt es sogar aus Papier, dass man jedes Mal die Farbe abreißen kann und dann wieder beim nächsten Mal eine neue verwenden kann. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie seit dieser Woche sehr viele Fruchtfliegen bei mir. Es liegt nicht am Müll. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es an den Pflanzen. Mal gucken. Ich hoffe, ihr seht sie nicht im Stream und ich hoffe, sie nervt euch nicht so sehr, wie sie mich nervt. Bronze, nicht Gold. Genau. Endlich frei, um ab morgen von Basti in Ketten gelegt zu werden. Wir haben es alle mitbekommen, Fern. Wir hatten uns gewundert. Ich habe spekulativ ein paar Dinge in den Raum gestellt. Wir haben darauf spekuliert, dass sie über dich an Spiele gekommen sind und du als Bezahlung nachher diese Spiele einkassieren darfst oder so. Das war unsere Vermutung. So. Wir sind auch alle schon gespannt. Ansonsten halbtoter Zustand. Wie geht's dir? Ja, ich bin ein bisschen am Schniefen. Ich habe vorhin noch einen fetten Migräneanfall gehabt, aber es läuft, ne? Also, die Nase läuft, alles läuft. Ja, alles gut ansonsten. Also, ich wollte eigentlich vorhin noch einkaufen gehen. Das habe ich dann auch wieder vor mir hergeschoben. Ich habe es dann gelassen. Gucken, was heute zu Abendessen gibt. Gucken, was der Tiefkühlschrank sagt oder so. Mal sehen. Oder... Lieferando. Ja, wobei das ist die Uhrzeit nach dem Stream. Heute ist immer so ein bisschen schwierig mit Lieferando. Da haben schon sehr viele Restaurants schon zu. Liefern dann nicht mehr. Ein McDonald's bestellen oder so. Ich trinke auch Tee, aber bei mir kann der Tee kalt werden. Ja, nee, ich mag... Also, das kommt auf den Tee an, tatsächlich. Es gibt auch Tee, den kann man echt super zu Eistee umwandeln, sag ich mal. Ja, im Sommer. Also der bietet sich dann auch gut dazu an. Aber der ist jetzt nicht so der Fall. Also gerade Schwarztees, da muss man, glaube ich, schon vorsichtig sein, weil kalt schmecken die meistens eigentlich irgendwie alle nicht. Ich habe letztens einen sehr leckeren Tee im Restaurant getrunken tatsächlich. Und zwar war das Apfel mit Zimt. Und dann war da noch eine geheime Zutat dabei, die ich nicht mehr weiß. Es war sehr lecker. Er hieß irgendwas mit Winter. Magic Winter oder Winter Magic oder so. Kein Anime, sondern Fußball. Ah, Champions League. Ach, was läuft denn? Wer spielt denn heute? Oh, waren sie nicht letztes Jahr hier als Daenerys? Zum Glück war ich ja nicht in Mannheim. Das wäre echt... Ach, oh, nee. Aber ich glaube, erkannt werde ich da eh nicht mehr. Also... Es ist meistens so, sobald ich die Haare ausziehe und es ist ja auch eine komplett andere Augenfarbe und so, dann erkennen die Leute mich nicht mehr. Ist auch immer lustig gewesen, wenn ich mich da in der Umkleide und auf dem Klo fertig gemacht habe und dann irgendwelche Mitarbeiterinnen reinkamen. Die so, hä, was machen sie denn heute hier? Und dann hat man die Kontaktlinsen schon drin und ist sich am Schminken, hat aber die Haare noch nicht drauf. Und wenn man genau in dem Moment gerade die Haare aussetzt, dann kommt er direkt so, ah, Game of Thrones.
Oh ja. Ja, das waren Zeiten. Aber müssen halt auch alte Zeiten enden, damit neue Zeiten anbrechen können, ne? So. Jetzt muss ich mich wieder davon abhalten, alles anzufassen. Wem geht das nicht so? Toll ist kalter Rosé Guave Mango-Tee. Boah, das hört sich auch voll lecker an, auf jeden Fall. Das hört sich voll nach so einem Sommereistee an. Ich bin ja tatsächlich so jemand, wenn ich zum Beispiel irgendwo auswärts essen gehe, gucke ich immer auf die Karte bei den Getränken, ob die einen hausgemachten Eistee haben. Und sobald die einen hausgemachten Eistee haben, weiß man eigentlich schon direkt, ah ja, Lani bestellt auf jeden Fall den hausgemachten Eistee. Weil ich die Leute dann immer herausfordern muss. Gucken muss, wie spannend der hausgemachte Eistee ist. Ich bin eigentlich damit bis jetzt immer ganz gut gefahren. Gab nur ein einziges Mal, glaube ich, irgendwie so ein Restaurant, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Das war dann nicht wirklich hausgemacht. Das war dann halt einfach so eine Bio-Eistee-Kette, die es halt nicht überall gibt. Ja, die halt so special ist, keine Ahnung. Also fand ich dann jetzt nicht ganz so spannend. Aber ansonsten ist jetzt immer ganz gut. Nee, aber ich habe als Bezahlung einen Spieleabend mit Basti und Benny. Oh mein Gott! Ist es dann ein Brettspielabend oder ist es ein Online-Gaming-Spieleabend? Also wieder Lust auf Döner und dann wird es doch Pizza. Nein. Ich glaube, es wird heute weder Döner noch Pizza. Ich bestelle Pizza ja sehr selten. Also wenn ich Pizza mache, dann ist das ja meistens hier zu Hause. Also Pizza bestelle ich wirklich sehr selten. Wenn ich bei irgendwem bestelle, der auch Pizza hat, bestelle ich dann meistens eher Pasta. Ja, zur Not werden es Nudeln mit Pesto. Also das geht immer, das habe ich auch immer da. So, also ich muss heute diesen Tee leer trinken und ich muss gucken, dass meine Füße warm werden. Weiß auch nicht, irgendwie ist da was im Busch, ne? Keine Ahnung. Ich hatte heute Morgen einen Earl Grey und heute zum Tee eine Kanne Jasmin. Was? Zum Tee hattest du eine Kanne Jasmin-Tee? Du meinst wahrscheinlich zum Mittag, oder? Zum Tee hattest du Tee. Aha. Ich kann leider kaum heißen Tee trinken, beziehungsweise warm trinken. Ach, krass. Egal, ich wüsste. Ich würde. Also gut, wenn man es nicht kann, dann vermisst man es vielleicht auch nicht, wenn man es nie jemals konnte. Grüße aus Wien, Grüße aus Mannheim zurück. Hallo, Valverdu. Willkommen, einen wunderschönen guten Abend. Pfefferminztee gekühlt mit Ingwer. Oh, ich habe auch Ingwer gekauft. Stimmt, das ist eine gute Idee. Die Fliege ist gerade im Wasser gelandet. Schön, da wo sie hingehört. Salzburg gegen Lok. Okay. Ah ja, okay. Das jetzt finde ich jetzt nicht so spannend. Ich habe Moskau einmal live gesehen. Das hat mir gereicht. Das war ein sehr langweiliges Spiel. Kann ja sein, dass sie jetzt mittlerweile mit anderen Spielern besser spielen, aber damals war es jetzt nicht so der Burner. War sehr teuer, das Spiel. Und ja, ich habe mich ein bisschen geärgert. Lag vielleicht daran, dass da aber auch schon alles entschieden war, irgendwie, was so die Ranglisten und Punkte und so anging. Ist aber auch schon ein paar Jährchen her. So, ja, wir malen alles, was jetzt noch nicht Gold und Silber ist, nochmal komplett weiß an, weil, wie ihr hier seht, das seht ihr jetzt, glaube ich, ganz gut. Ich habe hier ja auch anscheinend Stellen vergessen zu grundieren. Es sind nur kleine Stellen, deswegen finde ich es jetzt nicht äußerst dramatisch, aber ich finde schon, dass der Ton, der nachher da drauf kommt, schon gleichmäßig deckend und auch gleichmäßig von der Kraftintensität sein sollte. Deswegen grundieren wir lieber alles oder malen alles nochmal mit dem gleichen Weißton an. Wenn ich irgendwas übersehe, sagt mir bitte Bescheid. Es kann sein, dass ich manche Ecken nicht so gut sehe wie ihr. Erster FC Nürnberg gegen St. Pauli. Oha. Läuft gerade auch, oder was? Ich weiß nicht, ich glaube, das Spiel war leider schon, aber Bayern München hatte doch gegen
gegen Düren gespielt. Wie ist denn das eigentlich ausgegangen? Ich hatte ja gehofft, dass sie gegen Aachen spielen, aber Aachen hat ja wieder mal kläglich versagt. Aber ja. Ich habe nichts anderes erwartet. Der Tivoli bleibt weiter hochverschuldet. Und muss sich für 2021 vermutlich was einfallen lassen. Vielleicht können sie ja Bundesgartenschau drauf machen oder so. Pff, wer weiß. Ja, wir haben hier leider im Griff immer noch sehr viele Rillen und ich fürchte, die werden auch nicht alle weggehen. Es ist sehr viel besser geworden, als es vorher schon war. Für euch ist es wahrscheinlich jetzt ziemlich gut zu sehen, weil der Griff so nah an der Kamera liegt. Und weil Verdo, vielen lieben Dank für den Follow im Namen des ganzen Teams. Fühlen Sie sich heimelig? Ja, so, vielleicht, ich weiß nicht, ich habe das heute Mittag mitbekommen. Der Basti, der stellt sich ja auch jedes Mal beim Stream nochmal vor. Das mache ich ja gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, soll ich das auch machen? Es gucken ja doch immer mal wieder neue Leute rein, die sich dann vielleicht nicht trauen zu fragen. Ist sowas interessant oder soll ich es einfach lassen und ihr merkt irgendwann, ah ja, die Person heißt so und so und anscheinend macht die das und das. Müsst ihr nur sagen, ihr dürft ansonsten natürlich auch gerne jederzeit alle möglichen Fragen in den Chat stellen, wenn sie eine gewisse Gürtellinie unterschreiten, dann werdet ihr das vermutlich auch direkt merken. Aber meistens sind die Leute hier ja sehr lieb im Chat. Ne? Meistens ist der Chat lieb. Manchmal sind sie auch ein bisschen frech. Da darf man sich dann nicht triggern lassen. Und ein paar Kräutern war recht gut. Siehst du, Fönchel, ich hab dann nur die Hälfte gelesen, dann habe ich es ausgelassen, den Rest. Da war ich so, ja, Ingwer habe ich auch noch. Kann mich nur nicht mehr erinnern, was alles drin war. Also ganz häufig trinke ich ja grünen Tee. Ich mag grünen Tee eigentlich sehr gerne. Wobei der halt beim Stream nicht gerade gut ist, muss ich sagen. Da ist der schwarze Tee doch besser. Ja. So, also bei 2 Stunden geht's wahrscheinlich noch. Aber wenn man jetzt, was weiß ich, Crafting bei mir auf dem Channel 6 Stunden oder so, dann wird's halt, ja, ohne Pause schwierig. Sagen wir mal so. Dann wird's irgendwann ein Gewibbel. So, und dann habe ich mir auch schon mal ganz vorsorglich eine Rolle Klopapier, das gute, teure, goldene Klopapier, hingestellt, um gleich die Schattierungen zu machen. Denn, wenn möglich, würde ich gerne heute dieses Schwert fertigstellen. Dann klatsche ich mir das an die Wand, bis das die nächste Messe wirklich wieder ansteht. Schauen wir mal, ne? Wann das denn sein kann. Das stimmt, Miyuki ist auch aus Wien. Aus Wien. So. Bei Weiß finde ich immer schwierig. Ich habe ja aktuell noch nicht das geilste Licht hier direkt in der Ecke vom Arbeitszimmer. Die Schattierung ist hier irgendwie noch ein bisschen schwierig. Aber wir kriegen das schon hin. Irgendwann hänge ich mir hier vernünftiges Licht runter und dann sehe ich das Schwert so an der Wand und sehe überall die Fehler und die Löcher und die Schatten und, ne? Mhm. Ich überlasse dir die Vorstellung für... Was für ein Spieler... Oh mein Gott, was? Ah, das hättest du jetzt nicht schreiben dürfen. Nee, Brettspiel und wenn Corona vorbei ist. Ah ja, okay. Oha, da würde ich mir auf jeden Fall auf eine Liste schreiben und einmal im Jahr soll auf jeden Fall im Kalender irgendwas aufpoppen, was dich daran erinnert, dass du die erinnerst. Sonst wird sowas ganz schnell unter den Tisch gekehrt. Zum Tee heißt 4 p.m. Man kann ja auch zum Tee Kaffee trinken. Ja, aber wenn man schon so Englisch hält, so britisch-Englisch hält, dann sollte man auch keinen Kaffee trinken. Aber machst du um 4 Uhr tatsächlich dann immer Pause oder was? Das könnte ich gar nicht. Also manchmal merke ich ja um 4 Uhr, oh, du hast ja noch nicht mal gefrühstückt. Ich bin
bin schon lange Salzburg-Fan. Ach so. Ja gut, dann darf man natürlich, wenn man Fan von der Mannschaft ist, darf man es natürlich nicht verpassen. Das verstehe ich. Wenn das Spiel auch spannend ist, dann ist das ja völlig in Ordnung. Man kann ja Stream nebenher laufen lassen und dann immer mal wieder, wenn es gerade ruhig ist oder so, ein bisschen was schreiben, reingucken, was auch immer. So. Ja, was treibt ihr denn so aktuell? Nö, aber war lustig, die in der Champions League zu sehen. Achso. Spielen ja auch gegen Bayern München. Wer redet hier? Warte, was? Mach einfach so weiter. Was? Hab ich mir gerade mit dem Chat verspaßt oder was? Mhm. Könnt ihr eine Reitstadion draus machen? Ach so, ja, das wissen vielleicht nicht viele, aber in Aachen steht der Tivoli direkt neben dem CHIO. Also ich glaube, das CHIO ist schon gut genug aufgestellt. Die brauchen den Tivoli nicht wirklich. Aber es ist lustig, dass du genau das geschrieben hast. Vielleicht hast du auch drauf angespielt. Ich bin mit Schwarztee groß geworden. Ich glaube, mit Schwarztee wäre ich gar nicht gewachsen. Vielleicht bin ich ja auch mit Schwarztee, streichen Sie das, groß geworden. Vielleicht bin ich ja mit Schwarztee geworden. Keine Ahnung. Aber groß bin ich definitiv nicht. So, ich glaube, ich habe endlich die Fliege erwischt. Ich mag grünen Tee auch sehr, der schmeckt mir aber irgendwie nur kalt. Der ist aber auch kalt sehr lecker, das stimmt. Es kommt ein bisschen drauf an, was alles drin ist. Ich mag weißen Tee sehr gerne. So Jasmin-Tee und so ein Kram. Aber die sind meistens sehr teuer. Also, die gönne ich mir. Dieses Jahr habe ich mir keinen gegönnt. Weil dieses Jahr waren zu viele Ausgaben. Hält einem ja irgendwie immer erst Ende des Jahres auf, was man alles ausgegeben hat und was man sich hätte sparen können. So, ich hoffe, ich habe jetzt hier auch alles nochmal weiß getüncht. Wenn ich zu Hause bin, ja, da ich dann dringend Zucker brauche. Ich schaue einen Costcraft-Stream. Schon mal gut. Notfalls campe ich vom Büro. Oh, das würde ich dir nicht empfehlen. Nimm Stacheldraht mit, sonst wirst du vielleicht noch eingeheimst von denen gegenüber. Dann wirst du dazu, naja, nicht angemeldeten, fragwürdigen Arbeiten genötigt. Das kann aber auch im Lager bei Peppermint passieren. Ne? Ich weiß nicht, wäre ich vorsichtig. Wir führen 2:1. Leider wird es nicht im Free-TV übertragen. Ja, wird es ja eh kaum noch. Außer WM. Aber wer guckt doch noch Free-TV? Also ab und zu hat man da ja mal Glück, aber eigentlich ja eher nicht mehr so. Du bist nur zu langsam mit dem Chat. Entschuldigung, warten Sie. Ich trinke einen Tee und lese währenddessen den Chat schnell hinterher. Ich mag den Oolong-Tee. Tee gleich minus 10 Minuten. Ja, hatte ich eine Zeit lang, hatte das Reitstadion ja mehr Sitzplätze als der Tivoli vor dem Umbau. Boah, der Tivoli vor dem Umbau war eine Katastrophe. Der war eine Katastrophe. Jetzt nach dem Umbau ist er auch eine Katastrophe. Jetzt sieht er zwar netter aus, aber jetzt ist er halt immer leer, ne? Ist halt auch schade. Ich sag mal so, vor Corona war es ja zumindest so, dass die Besitzer des Tivolis oder die Aktionäre, ich habe keine Ahnung, sich ja zumindest Gedanken gemacht haben, wie sie den Tivoli denn füllen können, sodass er nicht immer mehr Umkosten betreibt. Da haben die ja so im Sommer Open-Air-Kino und sowas gemacht. Das war eigentlich ziemlich cool. Geht ja nun dieses Jahr halt leider nicht. Jetzt sowieso nicht mehr, aber ja.
Ich jage immer noch die Fliege in meinem Zimmer, die hat irgendwie Stilfähigkeit. Oha. Voll die Monsterfliege. Ich habe jeden Tag ein Glas Schwarztee bekommen, da mein Papa jeden Tag einen in der Früh gemacht. Hä, was? Als Kind hast du Schwarztee jeden Tag bekommen? Okay, fragwürdig. Genau. Ich schaue nur mehr über PC, ja. Nee, Saber wird bestimmt keine Fliege für dich jagen. Wenn da nichts bei rumkommt, vergiss es. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie alle Stellen hatte. Ich weiß auch nicht. So, und dann machen wir gleich die Details. Oder sollen wir zuerst mit der Schattierung anfangen? Ich mache die Schattierung ja eigentlich gerne als letztes. Ich glaube, hier habe ich ein bisschen verkackt. Habe ich noch über die Linie gemalt. Oh. Ich es in der Schulzeit immer gehasst habe. Und mein innerer Künstler-Monk dann immer so, nein, nicht über die Linie malen. Und im Studium malen sie über die Linie. Was? Wieso malen sie nicht über die Linie? Seien sie freier. Ach so, ich muss mich zwingen. Ich zwinge mich nicht gerne. So, ich glaube, jetzt haben wir es. Hände sind auch schon weiß. Sehr gut. Ach was, die kommen doch selbst an uns vorbei. Und wenn nicht, hetzen wir die Kinder auf. Ach so, was? Geht es noch um Fliegen oder geht es jetzt um was anderes? Also mit Kinder lockst du selber jetzt auch nicht unbedingt von seinem Sofa-Bett-Sessel. Ich weiß gerade nicht, wo er sitzt. Du weißt eh, die Satansbraten, die andauernd den Pep-Stream stören. A.K.A. Blackie oder was? Ja, als Kind... Wieso ist das fragwürdig? Schon im Kindergarten? Naja, weil in Schwarztee halt ganz häufig Inhaltsstoffe sind, die man jetzt nicht unbedingt einem Kind geben sollte. Also, weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht denke ich da jetzt auch falsch. Ich bin jetzt nicht so informiert, aber... Ja. Was ist los, Blackie? Blackie stampft gerade mit allen Füßen auf Boden. Und ist am Maulen. So. Okay, jetzt brauchen wir einen dünnen Pinsel. Einen dünnen, nicht verklebten Pinsel. Ohne Fliege dran. Heute Cosplay-Kraft... Cosplay-Waffen bemalen mit echtem Blut. Mit echten Tierleichen dran. Und zack, ist der Channel wieder gesperrt. Oha. Oh, ich versuche gerade mal den Pinsel sauber zu machen. Ich will gleich keine Stückchen in der Farbe haben, das wäre nicht so nice. Über die Linie malen Künstler sind komisch. Wir haben als Kinder immer Kaffee in die Milch bekommen, damit diese nicht zu kalt ist. Was kriege ich denn jetzt hier erzählt? Meine Mutter hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie irgendwann herausgefunden hatte, dass damals irgendwie in Kindermilchschnitte und Kinderpinguin irgendwie so minimal ein bisschen was an Rumaroma oder sowas mit drin ist. Durften wir kein Kinderpinguin mehr essen. Es ging ums Campen vom Petbüro. Achso, ich war irgendwie bei dem Fliegejagen. Ich glaube, selber hatte ich auch zuerst so verstanden. Chatsperren, okay, wird eingeleitet. Geil. Kindern Kaffee geben, das ist genauso wie Katzen Baileys geben. Ich habe gelesen, wenn man Katzen Baileys gibt, dann wachsen die nicht weiter. Aber ich glaube, das liegt nicht daran, dass dann das Wachstum gestoppt wird. Ich glaube, das liegt an anderen Dingen. Ich glaube, da wird alles gestoppt. So, wir haben es jetzt. Okay.
Gold. Wir brauchen Gold. Ja, natürlich fasst sie rein. Ist ja klar. Erstmal Fingerabdruck drauf. Meins. Wenn ich schon nicht ablecken darf. So, was kann ich denn, wo kann ich es denn jetzt anfassen? Hier kann ich es anfassen. Aber bitte nicht mit weißen Fingern. Wäre jetzt eher schlecht. Weiße Fingerabdrücke da hinterlassen, wo sie nicht hingehören. Ja, ich mache auch leichte Spuren hier auf dem Tisch. Sehe ich schon. Super. Okay, wir versuchen das jetzt mal, ohne da hinten in die Farbe zu tunken. Könnt ihr was sehen? Nö, ne? So könnt ihr was sehen. Toll. Kann ich so auch arbeiten? Ah, ich glaube schon. Ich finde es aber bei Waffen immer schwierig. Also ich möchte bei Waffen nicht oder generell bei Cosplay-Accessoires nicht über die Linie malen. Das ist genauso wie wenn man so ultra teure Figuren vorbestellt und dann bekommt man die und dann ist da irgendwo auch nicht richtig ausgemalt. Ja, toll, dass ihr das per Hand bemalt habt, aber dann macht es doch bitte auch richtig. Jetzt muss das eine Auge größer als das andere. Der Pinsel ist nicht so optimal, muss ich sagen. Der ist irgendwie ein bisschen schlecht. Schlecht fabriziert, kein Pferdehaar. Nee, wir brauchen einen anderen Pinsel, damit komme ich nicht klar. Haben wir noch irgendwas anderes, was genauso dünn ist? Hier, ich glaube, der geht. Ja, der geht. Okay. Lani ist verheiratet, interessant, was? Wo kommt denn jetzt die Information her? Hä? Ich bin verwirrt, mit wem bin ich denn verheiratet? Muss ich das jetzt verstehen? Bin verheiratet mit meiner Arbeit. Ist kein Platz für irgendwas anderes. Bin verheiratet mit meinen 250 Kostümen. Das hält mir alle Leute fern. Und die Waffen, nicht die Waffen zu vergessen. Was hast du gesagt? Es ist so dunkel, was? Da hat sich die neue Tischplatte ja gelohnt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Allein schon für den Farbkontrast. Da ist etwas an deiner rechten Hand am vierten Finger auch Ringfinger genannt. Das ist korrekt. Da sind zwei Ringe. Guck mal, es sind zwei Ringe. Wow. Gibt Menschen, die tragen an jedem Finger einen Ring. Sind die dann auch automatisch verheiratet? Ja, warte, Saber. Ich suche schon den Notausgang. Dauert ein bisschen. Der liegt immer so versteckt. Könntest du aber ruhig mal aufräumen. An jedem Finger ein Ring, komisch und suspekt. Aber nicht verheiratet oder was? Okay, nächste Woche ziehe ich mir an jedem Finger einen Ring. Komisch und suspekt bin ich eher als verheiratet. Aber auch lustig, dass dir das nach wie langer Zeit auffällt. Ich trage die immer. Also wirklich immer. Außer beim Cosplayen. Beim Cosplayen ziehe ich sie aus. Meistens. Zu 99%. Und wenn nicht, dann ärgere ich mich nachher, wenn ich die Fotos sehe und denke, oh, du hast die Ringe nicht ausgezogen. Verdammt. So. Alleine die Axt vertreibt schon viele Leute. Richtig, genau, die stehen mit Absicht im Hintergrund. So ein bisschen Vikings-Feeling im Hintergrund, genau. Oder Drachenzähmen, ne? Wie man auch möchte, wie man auch kennt und so. Schafft er nie. Ich finde den Ausweg auch sehr schwer, ja. Abstauben könnte auch mal. Oh, und Saber, du musst mal ausmisten. Hier ist so viel Kram, den du nicht mehr benötigst.
Dani macht dann einen auf Karl Lagerfeld, rest in peace. Was? Was? Ich möchte nicht Karl Lagerfeld 2.0 sein. Vor allem möchte ich nicht so eine verzogene Katze haben. Ich bin doch blind und wenn du Gaming machst, sieht man dir. Das stimmt, aber so häufig mache ich jetzt auch nicht Gaming. Also versuch dich da jetzt nicht rauszureden, nur weil wir mal 2 Wochen lang nicht gecraftet haben. Hallo? Nie drauf geachtet, ne? Immer nur auf die Waren geachtet, die da erstellt werden. Ist klar, ist klar. Der trug doch auch Unmengen an Ringen. Ja, das stimmt. Ich glaube, der hatte immer so 3 an jeder Hand oder so, ne? Ich habe eine Zeit lang hatte ich auch ganz viele Ringe. Da hatte ich auch ganz viele Ohrringe und so. Pff, ich vollgehangen wie so ein Christbaum. Mit Schmuck. Das ist irgendwann nur noch nervig. Weil das jeden Abend an- und ausziehen muss und sich immer verknotet mit den Haaren. Ich weiß nicht, nee. Oh ja, das war natürlich jetzt sehr intelligent. Wo kommst du denn jetzt her, du Pratsch? Naja, wir konnten es beseitigen. Okay. Ah, das wird noch ein bisschen dauern hier alles. Ich habe auf die Konversation und den Chat geachtet und auf den Mod aufgepasst, dass der kein Blödsinn macht. Das ist ein Fulltime-Job. Hallo. Ja, das ist korrekt. Hat dich keiner gezwungen, ne? Du fühltest dich anscheinend verpflichtet. Ich kann den Griff anfassen, ich merke es gerade, weil ich einfach nicht drüber nachgedacht habe. Ich lustige. Ach ja. Mach mal lieber 3 pro Finger draus. Echt? War das so schlimm? Ist gar nicht so schlimm in Erinnerung. Aber ich habe auch eigentlich immer nur auf den Stehkragen und auf die Brille geachtet. Aber der hat halt schon schöne Kollektionen entworfen, ne? Das muss man schon sagen. Bevor sie angefangen haben, die Karl-Lagerfeld-Kollektion irgendwie, also wo immer irgendwie so er als Karikatur drauf war, das ist grauenvoll. Aber die Sachen, die man sich nicht leisten kann, die waren immer schön. Pass lieber mal auf dich auf, dass du nicht aus Versehen in die Kurumu-Abteilung verläufst. Genau. Wahrscheinlich sucht er die ganze Zeit und gibt es nur nicht zu.
Der so, ich such den Ausgang, ich such den Ausgang. Aber eigentlich hat er ihn schon lange gefunden, direkt wieder zugemacht und ist weitergelaufen, weil er gedacht hat, oh nein, hier ist schon der Ausgang. Ich wollte mich doch vorher noch verirren, in Anführungsstrichen, wenn ich die Hände nicht voll hätte. Boah, ist das ätzend. Ich hätte gerne jemanden, der mir Waffen anmalt. Ich habe schon gesagt, dass ich das eigentlich am liebsten mache. Oh Mann, das nervt mich aber gerade voll. Puh. Ich glaube, ich male hier einfach alles Gold. Da kommt nachher sowieso nur noch Schwarz rein, glaube ich. Schauen wir mal, was da überhaupt hinkommt. Erstmal Löcher stopfen. So. Unebenheit beseitigen. So ist, glaube ich, besser. Sie wirkt nämlich sonst komisch, wenn da irgendwie so komische Dellen zwischen sind in den Zwischenräumen und so. Das finde ich nicht schön. Muss weg. Muss alles weg. Ich hoffe, es stört euch jetzt nicht, dass ich das Schwert halt die ganze Zeit so drehe und ihr zwischendurch jetzt gerade nicht seht, woran ich arbeite. Aber ich habe es gerade versucht und es ist ultimativ schwer, so zu arbeiten. Deswegen mache ich es jetzt mal ganz kurz. Zacki, zacki. Na, und dann könnt ihr nach und nach hoffentlich die Ergebnisse sehen. Sie hat über die Linie gemalt. Nein! Schnell das Klopapier. Das gute Vierlagige. Immer eine Lösung dafür. Zünden wir das Labyrinth an. Der Ausgang ist dann leicht zu finden. Dahin, wo der Rauch rausgeht? Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Hoffen wir mal, dass der Rauch irgendwo entweicht. Vielleicht bleibt der Rauch auch einfach. Sie müssen lernen, über die Linien zu malen. Vergessen Sie es.
Aber du sollst doch über die Linie mal. Nein, wir sind doch hier nicht im Kunstunterricht. Bin doch nicht mehr in der Uni. Okay, ich male über die Linien, Leute. Ihr seid schuld. Wir schmieren jetzt alles voll. Danach gehe ich einfach nochmal mit Weiß drüber. Oder ich gehe nochmal mit dem Klopapier drüber oder so. Gucken wir mal. Geht dann zumindest schneller. Au, das war das Handgelenk. So. Ihr seht ja nicht, was ihr angerichtet habt. Ich werde euch dann auf der nächsten Con, wo wir uns begegnen werden, nochmal alle darauf hinweisen. Mit der Nase drauf stupsen. Was ihr dann alles schuld seid. So, ich muss aber gleich nochmal ganz schnell was trinken. Lani ist reich. Sie verwendet das Klopapier anstatt es anzulegen. Also was kommen heute noch für komische Gerüchte auf? Also weil ich jetzt zwei Ringe trage, bin ich verheiratet und reich. Das ist, das reich bin ich nur wegen dem Klopapier, verstehe. Du hast gesehen, ich habe nur ein einziges Blatt abgezupft, oder? So reich bin ich. Deswegen gibt es bei euch also keins mehr. Lani kauft alles fürs Schwert. Genau, es wird auch danach richtig eingewickelt, so in 20 Lagen Klopapier, damit bloß nichts drankommt. Also die Leute, die Klopapier zum allerwertesten Abputzen benutzen, die haben es auch noch nicht verstanden. Man investiert richtig in Klopapier, wenn man es im Stream zeigt. Ja? Man die Leute wissen lässt, hier Leute, ich kann mir Klopapier leisten. Und ich benutze es, um Farbe wegzumachen. Viel Erfolg, mich zu finden und zu erkennen. Weißt schon, inkognito und so. Ja, du läufst wahrscheinlich in Sabers Kopf verkleidet als Daki Makura rum. Damit ich dich nicht finde, oder was? Oder meinst du jetzt wieder auf einer Messe? Das Klopapier mit Farbe könnte man doch weiterverkaufen als Luxusklopapier. Hat dann zwei Schichten mehr. Genau. Wartet, ich muss. Dafür darf es aber nicht. Nicht zusammengefaltet sein, es muss aufgeklappt sein. So, bitteschön. Wer möchte es ersteigern? Wir fangen mit 5 Euro an. Ein Mumienschwert. Warte, was? Mumienschwert. Ach so, weil es eingewickelt wird in Klopapier. Leute, ich bin fast am Limit beim Chat. Boah, ich bin fast zeitnah. Becky ist schwanger, was? Oha. Oha, Schneeeule holt Akinoa in den Schenkelkult. Ich das noch erleben darf. Aber dann bitte mit Widmung, wenn das Schwert ausgestellt wird. Meine doofe Community, vor allem mit K. Sehr gut, Community ist schuld an meinen Fehlern. Genau, ich mache dann mit Edding so Kreise mit Pfeilen dran, um genau darauf hinzuweisen, wo die Fehler sind. Ist eine gute Idee. Miyuki ist zurück, willkommen zurück. Ich sollte den Tee nicht zu weit wegstellen. Ich stelle den Tee hier vorne hin, so. Ich biete eine Rolle Klopapier gegen das eine. Machen wir. Pförtchen verkauft. So, ich habe leider keinen Hammer. Muss dich mal auf den Tisch hauen, ne? Muss man ja hier manchmal schon mal. So.
Völkchen, ich werde drauf zurückkommen. Ich schicke dir nachher ein Whisper. Aber du weißt, ne, bei mir ist immer alles mit Zinsen. Wenn du das da nicht rechtzeitig schickst, deine Bezahlung, dann wird das pro Woche doppelt so viel. Es gibt auch nur 3 Mahnungen. Mehr Aufwand ist mir das nicht wert. Danach wirst du verklagt, auf lebenslang mir monatlich ein komplettes Paket Klopapier zu schicken. Ja, das ist mein Deal. Also, finde ich schon gut. Habe ich schon marketingtechnisch, ne? Also ich weiß schon, wie es geht. So. Gucken, ob wir den Stein oder die Steine nachher noch vernünftig angemalt bekommen, sodass sie halt auch gut aussehen. Das ist ja bei so vorgedruckten Dingern eigentlich immer eher schwierig. Da ist der Nachfahre der Fliege. Sucht seine Mama. Oder Papa, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Eintagsfliegen haben bei mir noch sehr viel weniger lange zu leben als in anderen Regionen. Meistens werden sie nicht älter als 12 Stunden. So. Sind das M&M's in dem Glas? Nein, sind es nicht. Lustigerweise habe ich das auch zuerst gedacht. Das ist von meiner Mama. Meine Mama hat mir hier so... Ja, guck mal hier, in der großen Kamera kann selbst Sabers lesen. Meine Mama hat mir Nervennahrung, gute Laune Pillen, ne? Die versorgt mich immer mit der richtig wichtigen Medizin aus den Niederlanden. Aber gut, dass du sagst, der Hunger kickt gerade. Und was brauchen wir heute? Wir brauchen heute ein bisschen... Bisschen was gegen Hunger, wenn nicht schlecht. Das sind... Vielleicht sind es wohl M&M's. Doch, da steht ein M drauf. Das sind M&M's, aber... Ich glaube, die haben so einen Gummikern. Also, die haben keinen... Gibt ja die M&M's mit Nüssen, es gibt ja die ohne Nüssen, dann gibt es ja die mit Knusperkern und anscheinend sind die jetzt hier neu, dass die jetzt so einen Haribo-Kern oder sowas haben. Ja. Blackie ist hier der Blinde, nicht ich. Ach so, Entschuldigung. Blackie, hier, zum Lesen. So. Sorry, ich habe Hunger. Ich würde dir ja was rüberschicken. Und das so ginge, so während des Streams, ne? Also Gegenstände einfach so per Teleporter zu versenden, das wäre voll praktisch. Ich würde mir direkt so einen Teleporter mieten oder kaufen, je nachdem wie teuer er ist, weil er würde mir einfach schon alleine den ganzen Hantier mit der DHL ersparen. Und er hätte beim Umzug so geholfen. Geschmack? Na, das, da bist du jetzt gerade in der falschen Abteilung. Das war doch Harry Potter. Oh, da gab es ja wirklich mal so diese Jelly Beans, die wirklich so geschmeckt haben. Die finde ich echt mega eklig. Natürlich musste ich sie probieren. Natürlich wollte ich mir nichts erzählen lassen. Ich glaube, ich habe diese Packung nie leer gegessen. War einfach zu abartig. Also nicht, weil es wirklich so geschmeckt hat, sondern weil es einfach nicht geschmeckt hat. Es hat einfach eklig geschmeckt. Es wäre mir egal gewesen, was drauf stand. Einfach die Dinger haben nicht geschmeckt. So, Punkt. Warum soll ich mich dazu zwingen, etwas zu essen, was mir nicht schmeckt? Aus dem Alter bin ich raus. Wo mich andere zwingen, was zu essen, was ich nicht mag. So, mit den Details haben wir es jetzt auch gleich. 2-2? Oha. Wie lange wird er noch gespielt? Was steht da selber? Lies mal vor. M&M in allen Geschmacksrichtungen also.
Ja. Irgendwie habe ich nicht so wirklich einen Unterschied geschmeckt zwischen den Dingern. Lustig, große Kem Bronze, kleine Kem Gold, echt? Lustig. Warte, was? Echt? Ja, Tatsache. Ja, ist anscheinend eine andere, etwas andere Farbwiedergabe, ne? Aber auch das Licht ist hier bei der großen Kem ganz anders als für die kleine Kem. Eigentlich habe ich lila Haut, Leute. Ist nur die Kameraeinstellung. Das Schwert ist auch gar nicht Gold. Eigentlich male ich hier gerade mit Metallic Blau. Jetzt kommen gleich wieder die ersten. Das ist eine Lügenpresse. Wenn das eine Metallic Blau ist und wir sehen Gold, dann kann deine Haut nicht lila sein. Denn dann wäre das im Farbkreis die und die Farbe. Bla, bla. Und dann kommt als nächstes, dann wäre ja dein Tee, weiß ich nicht. Oha. Oh oh, das ist kein gutes Zeichen. Ich hoffe, der Stream läuft noch, weil die Musik hat sich gerade aufgehangen. Nein! Bitte nicht! Bitte stirb nicht! Es war doch alles so nett heute. Immer diese Verschwörungstheorien. Chat läuft doch, also ich hoffe, der Stream läuft auch noch. Du, die Musik hat sich aufgehangen. Ach, darum ist Lani stark pigmentiert. Was? Brumo hat wieder seine Phase. Was? Was? Kurumo im Voice oder was? Ich guck mal gerade kurz, was mit der Musik hier los ist. Ich weiß das doch auch nicht, Leute. Komm schon, mach ein bisschen Werbung, damit du dich wieder einkriegst und dann mach Musik. Bin müde und weiß nicht wieso. Liegt vielleicht an der Uhrzeit, weil wir schon 21 Uhr haben. Und weil du keinen Schwarztee hattest. Und Lanis Pralinen würden auch ankommen und nicht irgendwo in der Post verschwinden. Oh mein Gott, ja, und sie wären frisch und sie wären safe und oh ja, oh, ich brauche Pralinen. Definitiv. Gut, dass du mich darauf hingewiesen hast. Oh oh. Oh oh, ich glaube, YouTube ist down. YouTube, was ist da los? Gecrashed. Keine Musik mehr für uns heute. Müsst ihr halt Musik machen. Du, ne? Jetzt mal ein paar Musik-Emotes in den Chat hauen. YouTube geht aber. Ja, überall, nur nicht bei mir. Na, bei mir geht nichts mehr. YouTube, lassen Sie mich doch nicht im Stich. Bestimmt bricht auch gleich der Stream ab. Ich sehe es schon kommen. Zur Freude der Leute bei Pepperwind, damit sie wieder ein bisschen basteln können heute. Wieder Streams zusammenbasteln. Falsche Farbdarstellung und so. Ist das nicht der Spruch von allen? Ich glaube, das soll Beauty-Gurus heißen. It's so pigmented. Habe ich noch nie gehört. Aber gut. Ach so, wenn die so ihre Farbpaletten so auspacken, ne? Unboxing und dann erstmal aufmachen und so. Oh mein Gott, da sind echte Pigmente drin. Oh mein Gott. Wow. Und schaut, wie es auf meiner Haut aussieht. Denn ich mache mir alles auf den Unterarm und da sieht es wunderbar aus. Denn ich habe ja am Unterarm die gleiche Hautfarbe wie in meinem Gesicht. So. Also ich fände es schon cool, wenn wir heute noch ein bisschen Musik hätten. Komm schon, ich versuche mal die Startseite. Gewagt, gewagt. Ich kenne mich da nicht aus. Binde Naturschönheit. Also. Braucht zum Inkognito unterwegs sein, braucht er kein Make-up.
Das Make-up, was ein Blackie verschönert, das muss erst noch erfunden werden. So, ich glaube, wir sind durch. Sind wir wirklich durch? Sollten wir es wirklich tatsächlich geschafft haben? Nach einer Stunde diese Ringe hier fertig zu machen. Oh mein Gott, nein, doch nicht. Es tut mir leid. Ich habe hier unten vergessen. Oh Mann. Es ist voll langweilig jetzt ohne Musik. Was ist da los? Nee, also YouTube tut's bei mir nicht, Leute. Keine Ahnung. Ich trinke noch mal ein Teechen. Ohne Werbung. Ist ja der Wahnsinn. Krass. Dankeschön, dass ihr alle noch da seid. Hat ja zum Glück nicht ganz so lange gedauert. Sehr gut. So. Einfach ein Teechen trinken und da geht das schon. Geht's wieder, genau. Für alle anderen mal F5, ne? Wer es nicht mitbekommen hat. Vor das Bild oder der Thron oder ne, hinterm Chat herhängt und man gespoilert wird vom Chat oder so. Alles schon erlebt. Weil es hier so richtig hart mit Spoilern immer abgeht. Wie geht es den Katzen? Soweit ich weiß. Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, ging es ihnen gut. Wie geht es denn Finn? Ist halt jetzt wieder die Jahreszeit, wo die viel schlafen, ne? Also meine zumindest. Wenn ich nicht gerade die Terrassentür aufmache, boah, da geht die ab. Die Terrasse voll spannend. Aber ich kann ja noch nicht, also ich kann die ja nicht einfach so rauslassen. Das geht ja nicht. Liegt ja noch kein Boden und nix. Moment ist meine Terrasse eher so Friedhof für Untertischgeräte. Ohne Witz, da liegen drei Tischgeräte. Drei kaputte, tote Tischgeräte, die ich irgendwann mal wieder umtauschen gehen werde. Weil dann haben sie ja 3 Monate gelaufen und funktioniert, wisst ihr. Nein, Scherz. Einer ist ein Alter, der hier schon hing beim Umzug. Der kommt einfach irgendwann auf den Sperrmüll. Einer ist mir in die Fritten gegangen. Den muss ich tatsächlich umtauschen. Und der dritte, weiß ich gar nicht. Ich glaube, der dritte ist entweder noch aus der alten Wohnung. Ich habe den nur mitgebracht. Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Standbild war aber schön. Ah, super. Wieder das beste Standbild, ne? OBS sucht sich da aber geile Sachen raus. Könnt ihr aber eine Sammlung aufmachen. Bitte schickt mir dann so kurz vor Silvester, so eine Woche vor Silvester. Nee, macht es noch vor Weihnachten. Ich glaube, ansonsten muss ich an Weihnachten weinen. Einmal so ein Ordner mit allen Standbildern. Dann mache ich euch so eine Compilation für Silvester oder so. Legt eine lustige Musik hinter, die hoffentlich vorher auch noch ja, GEMA-frei oder eingekauft oder ne, ihr wisst schon, damit wir hier nicht wieder gesperrt werden und dann machen wir so eine Stunde durchlaufen von Standbildern. Sehr gut. Vorsicht, Lani, ich finde das lustig, ohne Witz. Wenn es eine Stunde wirklich füllt, warum nicht? Wenn ich dafür bezahlt werde, noch besser. So. Okidoki, Leute. Ich habe gerade gesehen, ich habe hier voll verhunzt bei dem einen Gemstone. Da gehen wir nochmal mit Weiß drüber, hier an die Kanten. Und dann machen wir uns gleich mal an die Schattierung. Weil ich habe die Befürchtung, dass wir es heute wieder nicht schaffen, fertig zu werden. Ich glaube, noch eine Woche Schwert anmalen, dann köpft mich der Basti. Ich glaube, der will auch, dass ich mit Nezuko weitermache. Sonst muss ich das mal mit der Nora besprechen.
Ich glaube, das muss der Chat am Ende des Streams entscheiden, ob wir, wenn es soweit kommen sollte, noch eine Runde weiter Schwert anmalen oder ob ihr alle auch eh keinen Bock mehr drauf habt. Dann reicht es ja eigentlich auch, wenn ich in den Discord ein Foto vom fertigen Objekt nachher packe. Wenn ihr noch nicht im Discord seid, bisschen Werbung nebenher, das ist klar. Da kommt doch einfach dazu. Der Saber haut jetzt wahrscheinlich gleich schnell in die Tasten und packt den Link in den Chat. Da ist auch jeder Neuling sehr willkommen. Da gibt es immer Infos zu allen möglichen Live-Sendungen, zu dem Shop, zu allem Möglichen. Man kann Fragen stellen, die nicht immer beantwortet werden. Es gibt auch Menschen, die immer wieder doofe Fragen stellen, die dann auch doof beantwortet werden. Aber gehauen ist da, also gehauen wird da sehr selten. Höchstens privat dann nochmal im angeschriebenen Modus oder so. Who knows? So, okidoki. So, dann legen wir doch mal los. Okay, Lani, ich schick dir meinen Ordner. Oh Gott, dass einfach schon dieser Ordner existiert. Warum wundert mich hier gar nichts mehr? Angriff des Sohnes. Der Angriff des... Die Sohnfliege ist immer noch unterwegs. Was soll das? Der ist am Schlafen und Fressen. Und Kampfschmusebär. Was sagst du zu meinem Kratzbaumstamm? Hatte ich, glaube ich, drunter geschrieben. Du hast ja geschrieben, dass er... hast du irgendwas drunter geschrieben? Ich fand, er sah ein bisschen moosig aus. Ich habe es, glaube ich, falsch geschrieben. Da ist die Fliege. Also, er sieht auf jeden Fall sehr wuchtig aus. Sagen wir mal so. Der hat bestimmt ein paar Kilo. Die Katze, die ich einer Kundin organisiert habe, ist immer noch auf mich geprägt. Oh, eine von den Babykätzchen. Die eine, von der du so viele Fotos gemacht hast. Hast du sie besucht? Und sie war direkt wieder so, oh, da ist er wieder. Das, Katzen merken sich sowas. Definitiv. Oh. Fliegenboy ist in meinem Tee gelandet. Yeah. Muss ich jetzt den Tee ausschütten oder kann ich das weiter trinken? Okay, Fliegenleiche ist jetzt doch mit dem Bild, Leute. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, den jetzt weiter zu trinken. Ich glaube, ich hole mir gleich mal schnell ein neues Glas. Bäh. Fliegentee, jam. Oh Mann, der Zwillingsbruder ist auch unterwegs. Was ist denn hier los? Wo kommen denn diese Drecksfliegen her? So, ja. Ernsthafte Fragen, die ignoriert werden. Pur Bestie Pillow. Naja, man muss aber die richtigen Leute, die man fragen möchte, am besten zu der Frage connecten. Ja, das macht man mit dem Ad-Zeichen. Das funktioniert dann meistens ganz gut. Dann sehen die Leute das auch irgendwann, dass sie da irgendwo markiert wurden. Ist es auch... Da ich nichts gemacht habe, außer die Oberfläche versiegt habe. Ach so, ja, aber wenn die Oberfläche versiegelt ist, ist ja okay. Ich dachte, die wäre nicht versiegelt und habe mich etwas gewundert, dass da so viel Moos drauf ist. Ja, dann ist das ja cool. So, wir malen jetzt Schattierung, Leute. Dafür brauchen wir ein bisschen Schwarz. Wie hatten wir das nochmal mit dem Gold gemacht? Wie wollten wir das machen? Mehr Kupfer und mehr Schwarz, ne? So, Leute, jetzt geht hier die Klopapier-Action geht in die zweite Runde. Zücken Sie Ihr Portemonnaie. Die Versteigerung startet danach. Just danach. Und es warten ganz spezielle Unikate auf Sie. Wir brauchen echt nicht viel Schwarz. Boah. Auch Matsch. So. Rest in Peace, Fliege. Ach komm. Kein Beileid für die Fliege, bitte.
Als würden wir sie wirklich vermissen. Hallo? So, wir schmieren jetzt alle schön schwarz ein. Ich muss ja übertreiben, damit ihr überhaupt was seht im Chat. Im Stream und wo auch immer. Seht ihr was? Ihr seht minimal was, ne? Soll ich vielleicht das Schwert mal drehen vielleicht? Die Kameraeinstellung ist noch nicht so geil, ne? Irgendwie müsste die noch schräg von hinten oder so sein. Von oben schräg hinten. So eine Kamera, die um einen rumfährt. Die ganze Zeit. Nicht Summi töten, das ist Samson traurig. Was? Das kannst du mir doch nicht sagen. Was zur Hölle, Saber? Jetzt schlafe ich wieder schlecht. Träume ich wieder nur Albträume wegen dir. Hab übrigens heute Morgen die Verwaltung angerufen und mich für die blöde E-Mail von gestern entschuldigt. Konnte ich auch nicht, ja. Ich muss mich bei sowas dann echt entschuldigen. Das hat mich heute Morgen noch so beschäftigt. Ich hätte auch gedacht, der arme Mann, der kann ja nichts dafür, dass der andere so ein Idiot ist. Hab ihm das dann auch erklärt. Wollte halt nicht, dass das seinen Alltag auch noch beschäftigt und er sich da irgendwie auch noch hinsetzen muss und eine Antwort-E-Mail schreiben muss. Irgendwie habe ich gerade Lust, zum Gefühl 10. Mal Bufuri zu schauen. Ja, mach doch. Wenn du ansonsten, ne, hier, Kuma, ne, oder wie Basti so schön sagt, Bär, ist auch ganz nett. Ist so eine Mischung aus Bufuri und, vermutlich, nehme ich mal an, geht so Richtung Sword Art Online irgendwann. Wenn man so der Beschreibung des Animes trauen darf. So, sie übertreibt jetzt richtig und nimmt mal 3 Blatt. Mit deinen Maumaus und dann wird das wieder. Warte. Wo sind. Ach so. Ja, meinst du, das wird was bringen, ja? Ihr dürft hier alles sagen im Chat und ich dann lasse danach also eine große Lücke. Ich dann Albträume habe, dann sollen die Maumaus das wieder richten. Ja, ist klar. Die denken sich auch so, hallo? Unbezahlter Job? Krieg kein extra Futter für. Wobei, es ist jetzt wieder die Jahreszeit, wo die häufiger ins Bettchen kommen, weil es halt einfach kalt draußen ist und so, ne? Im Sommer lassen die sich ja eher selten im Bett blicken. Ist nicht meins. Heute noch mal eine Chance gegeben, aber nö, okay. Meh. Ich fand, die erste Folge war eigentlich ganz vielversprechend. Mal gespannt, ob die zweite Folge das dann zunichte macht. Das wäre ja schade. Hatte gedacht, ich hätte vielleicht was Neues für mich entdeckt. Mal gucken. Vielleicht hat Blackie auch einfach nur schlechten Geschmack. Oder, Blackie, bevor du wieder weinst, einen anderen Geschmack. Wahrscheinlich weint der gerade nicht, der raged gerade. Sucht
wieder all seine Raging Emotes raus. So. Boah, ich habe ein bisschen Hunger. Ganz kleines bisschen. Oha. Gleich mein Magen hier so ganz laut in der Kamera ins Mikrofon grummelt, wisst ihr Bescheid? Dann überhört es bitte einfach, ja? Ihr liebt den Kratzbaum, war mal ein Baum, der bei uns geschnitten wurde. Er sitzt oben drauf und schaut immer so süß. Oh, auch süß. Ja, ich habe auch festgestellt, man darf den Katzen dann so einen Kratzbaum auch nicht wegnehmen, weil die suchen den dann. Also Bubu und Loki, die waren erzürnt, ohne Witz. Die haben ihren Kratzbaum begleitet, als er kleiner geschnitten wurde. Und es hat irgendwie so 2 Tage, glaube ich, gedauert, bis dass ich das Ganze so an der Wand angebracht hatte. Das war eine Katastrophe. Waren die ganze Zeit nur am Bouncen und wollten den Kratzbaum zurückhaben. Das wird sein. Ja, ich weiß doch. Ich weiß doch, Blackie. Haben die 2 sich denn eingeleckt? Ja. Ja, ja. Ist alles gut. Loki hat die Esstischecke für sich entdeckt. Da hat sie im Moment ihre Ruhe am meisten auf jeden Fall. Ab und zu kommt sie dann schon mal rum. Sie liebt es, hinter mir ins Regal zu krabbeln. Aber aktuell stehen da die Kisten anders. Und jetzt versucht sie da immer, sich irgendwie reinzuquetschen und passt nicht richtig. Ist ein bisschen nervig zwischendurch. Aber ansonsten geht das. Im Moment liegen die beiden im Bett. So, kleiner Zwischenstand. Schwierig zu zeigen. Aktuell sieht es so aus. Wow, von nahem sieht man ja mit dem Licht richtig schön alle Unebenheiten. Das ist hier richtig pretty. Oh je, ich lasse es besser hier so liegen. Da sieht es ein bisschen ordentlicher aus. Gut, dass man das nachher auf den Fotos nicht sehen wird. So. Machen wir die andere Seite. Nochmal dasselbe. Das ist immer das Schlimme bei Schwertern, dass man nie fertig ist. Man muss immer noch mal die zweite Seite genauso hinkriegen wie die erste. Bloß nicht heller, bloß nicht dunkler. Das ist immer das Allerschlimmste. Aber mit jeder Schicht wird es halt dreidimensionaler und sieht halt besser aus. Es ist auch 21 Uhr, jetzt kannst du in Bilder gucken. Stimmt. Jetzt könnte ich die restliche Stunde damit verbringen, nur den Discord die Bilder zu schauen und mir das ganze Essen von den anderen anzugucken, die mich nur wieder ärgern wollen. Was gab's bei euch zu essen? Erzählt es mir doch einfach. Das ist meine beste Diät.
am Ende holt so Hochglanzlack drüber und gut ist. Ja, das stimmt schon. Sind schon Menschen krasser für schlechtere Oberflächen gelobt worden. Sagen wir mal so. Dispersed Show. Oh, ich bin anscheinend im Weiß gewesen. Warum war ich im Weiß? Pizza und Kuchen. Geil. Ich habe das Gefühl, hier läuft so eine Dauerschleife von einem kurzen, kleinen Lied. Das wollen wir nicht. Wir wollen... keine Werbung und wir wollen nicht so alle 5 Minuten das gleiche Lied wieder von vorne. Das wäre auch nett. So. Ich wollte ja eine für den Balkon und der ist super, wie gesagt, ist der schon sehr benutzt. Ja, ja, gut, das stört Katzen aber ja nicht. Ich meine, das ist ja nun mal einfach deren Markierfläche. Jetzt stell dir vor, du würdest dem einen neuen kaufen, der wäre nicht glücklicher darüber, dass der einen neuen hat. Der wäre eher traurig, dass seine Markierstelle von den ganzen Jahren über weg ist. Kurumo und ich hatten Pizza. Aha, okay. Alle hatten Pizza irgendwie. Bratwürstchen auf dem Grill. Oh, lecker. Irgendwie hätte ich jetzt voll Bock auf sowas Ungesundes. Sowas, was ich jetzt schon seit Jahren nicht mehr gegessen habe. Bratwürstchen wäre jetzt voll geil. So diese kleinen weißen Bratwürstchen und dann einfach nur so ein richtig geiles, frisches Brötchen und da 6 von den Würstchen rein, Curry-Ketchup drüber. Fertig. Voll gut. Oder irgendwie hätte ich auch Lust auf Nudelsalat mit Frikadelle. Das sind alles so Sachen, die ich nicht bestellen kann nachher. Nicht. Ach ja, ach ja. Könnt ihr mir nicht was rüberschicken? Kürbissuppe auch geil. Boah, Kürbissuppe mache ich mir vielleicht am Wochenende. Ich hatte eine Stelze. Was ist denn eine Stelze? Also Stelze kenne ich nur als... Entschuldigung, dieses Holzteil, wo man sich draufstellt, wo man 2 Stelzen hat, auf denen man dann so laufen kann als Kind, wo man dann so einen halben Meter größer ist oder so. Eine Stelze. Das war eine perfekte Schattierung. Boah. Stimmt, verhunze ich sie mir gleich wieder. Natürlich. Natürlich.
Hammerschleifer Amtau. Oh, geil. Ja, da kenne ich jemanden, der würde, glaube ich, wahnsinnig werden. Sieht aus der Was? Perforat. Was? Blacky, was? Ich kann auch nicht mal dieses Wort entziffern. Kürbisgulasch, was? Kürbisgulasch? Also Suppe mit Gulasch? Ich habe Kürbissuppe noch nie mit Fleisch gegessen. Kürbissuppe ist für mich tatsächlich ein vegetarisches Gericht. Mein Vater meinte letztens so, wie, da kommt Hack rein. Ich so, hä? Hä? Was? Eklig. Das Foto war 2 Tage, nachdem ich ihn geholt habe. Also, okay. Ich werde einfach auf alt machen. Rost, Moos und so. Da sind wir aber noch ein paar Wochen dran, hör mal. Wenn ich jetzt hier noch Rost und Moos... Ich kann es ja nächstes Jahr einfach hier irgendwo aus der Ecke rauskramen. Wahrscheinlich hat es dann Rost und Moos. Von alleine, ohne dass ich was gemacht habe. Ja, es wird aber langsam. Langsam, aber sicher. Wir müssen uns um das Gold kümmern, ich weiß. Schmal einfach schwarz auf weiß, damit ich gleich wieder mit weiß arbeiten kann und bloß nicht mit dem Gold arbeiten muss. Jo, so, okay, Gold. Dann suchen wir mal. Gold nicht zu verkacken. Eisbein, boah, geil. Das heißt bei euch Stelze? Also Eisbein ist doch so genau das Gegenteil von Stelze. So kleine speckige Bubu-Beinchen. So von der Form her, ne? Ich wollte mir auch eine Pizza holen, aber es ist eine Stelze geworden. Boah, wenn ich hier Eisbein bestellen könnte. Alter. Einmal die Woche. Safe, einmal die Woche. Lani denkt wie wir. Schön. Galt das dem rostigen Schwert oder das Eisbein auch als Haxen, Schweinshaxe, Knöchler. Oh Gott, da kommen die Österreicher wieder raus. Hämmchen, Bötel. Also bei Bötel denke ich eher an Bürzel, muss ich sagen. Im Hessischen ebenfalls Haspel, in Österreich Stelze. Ach, okay. Ja, gut zu wissen. Ich hab's eh im Kopf. Schuh des Manitou, Schuh des Manitou, schon wieder. Gab's das da auch? Gab's da Stelze? Ah, den Super Perforader. Nee, ich kenne den nicht. Was ist denn das? Link im Discord. Ich mach den Discord jetzt heute nicht auf, Leute. Wir müssen hier noch ein bisschen voran machen. Wir müssen hier noch das Gold veralten. So. Sonst heißt es nachher wieder Lani. Du ziehst und streckst, wie du willst, deine Streams. Und irgendwie passiert da gar nicht viel. Dann muss ich mich wieder argumentativ dagegen wehren. Dass ich gar nicht schuld bin, sondern wieder mal andere. Schiebt die Schuld dann immer auf euch, ist doch klar. Auf wen denn auch sonst? Immer entweder die Technik oder der Chat. Boah, das ist gut. Eine gute Farbe. Sieht gut aus. Gefällt mir. Leider habe ich zu wenig angemischt. Das heißt, wir werden gleich vermutlich wieder eine andere Farbe haben. Vielleicht können wir aber auch mit dem Schwarz, was wir hier schon in die Ecke gemalt haben, einfach ein bisschen schummeln. Die wir einfach Wasser draufhauen.
Es ist dann das Stasia-Schwert nach den 300 Jahren. 200 Jahre waren es 200? Es waren nur 200. 300 war ja die andere. Wie hieß sie noch? Administrator. So. Ist hier auch noch ein bisschen dunkler. Da noch ein bisschen dunkler. Ich kenne mich, sonst vergesse ich das nachher wieder. Wenn ich jetzt denke, ich denke schon die ganze Zeit, mach das doch einfach später. Genau die Stellen vergesse ich dann nachher. Schon wieder so ein Lied auf Dauerschleife, ne? Aber den Feuersalamander kennst du, oder? Ey Leute, das ist echt lange her, dass dieser Film lief. Es gibt Filme, die gucke ich nicht häufiger als einmal in meinem Leben. Das war so einer davon. Ich glaube, ich habe sogar Raumschiff Surprise nur einmal geguckt. Ich fand den Bully Herbig nie so lustig alleine mit seinen Sachen. Der war eigentlich mehr lustig, wenn er mit anderen Komikern zusammengearbeitet hat. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier jemandem auf die Füße trete, der so ein Bully Herbig Schrein zu Hause stehen hat. Alle Filme auf Steelbox und so, ne? Teufele und Haxe sind besser. Ist der Unterschied zwischen einer Haxe und einem Eisbein? Haxe ist bestimmt ohne so viel von dem Speck, ne? Ist wahrscheinlich mehr von dem Fleisch, oder? Oh, wir hatten so einen geilen, so ein bayerisches, wirklich urbayerisches Restaurant in Mannheim. Leider hat es zugemacht. Da habe ich immer Eisbein gegessen, das war lecker. Lani muss echt mal bei uns wie einen Urlaub machen. Auf jeden Fall. Aber ich kann mir leider kein Hotel bei euch leisten. Ich muss eingeladen werden, sonst geht das nicht. Ist mir zu teuer da unten. Kann ich mir von 2 Stunden die Woche nicht bei Peppermint nicht leisten. Auch wenn sie danach wohl eine Diät einplanen muss. Ich komme einfach um Weihnachten rum, dann fällt es nicht so auf. Danach muss eh eine Diät ran. Oh, ich glaube, der Bobo will rein. Ja, er will rein. Wartet mal, ich lasse ihn mal eben rein. Moment. Oh, jetzt muss ich aufstehen. Kopfhörer runter. Alles immer für das kleine, drecksverzogene Kätzchen. Bobo, willst du rein? Dann komm. Kommst du her? Kommst du zu mir auf den Schoß, okay? Guck, wir haben eine Decke. Da ist schön warm. Und musst du unter die Decke oder über die Decke? Nicht in die Farbe, bitte.
So. Legst du dich hin? Komm. Einmal hier hinschauen. Bobo, du musst dich schon hinsetzen, so fällst du runter. Du bist vorne auf den Knien. Du musst weiter nach hinten. Schnell. Hier so. So, da ist gut. So. Ist wie ein Kleinkind, ne? Bisschen struppiges Kleinkind, aber ja. Aber Bubu, wir müssen uns auf was einigen. Hör zu, hör zu. Kein Schwänzchen in die Farbe. Okay? Weil ich will nachher nicht irgendwo Farbe finden, wo keine Farbe hingehört. Das wäre nicht so geil. So, chillen Sie sich. Einmal hinchillen. Chillen, chillen, chillen. So ist gut. Feiner Bubs. Okay. Weiter geht's. Das Schwänzchen muss unter den Tisch. So. Und wir machen mal andere Musik an. Das geht mir nämlich auf den Nerv. Oh, haben die auch irgendwas anderes? Gucken wir mal, ob das auch nur so Dauermusik ist. Bin in irgendeine komische Schleife geraten. Da ist er weg. Okay. War dann doch zu langweilig. Ja, aber jetzt nicht wieder raus. Vergiss es. Leg dich da irgendwo hin. Ach Gott. Katze. Die mit den wenigen Klamotten. Jetzt habe ich wieder den halben Chat zu spät gelesen und weiß nicht, was gemeint ist. Verdammt. Richtig nice Stück. Da wird man schlank, weil man wenig Beilage braucht. Was? Es gibt auch günstige Hotels bei uns vor allem jetzt. Ja, das, ja. Verstehe schon. Schnell mal wieder die Wirtschaft ein bisschen ankurbeln, ne? Klar. Hat man gehört, echt? Och, dieses arme Mount, ne? Die schreien von der anderen Seite der Tür. Gleiches Fell in der Farbe, ja? Oder Haare in der Waffe, noch viel schlimmer. Oha. Blackie ist jetzt auch im Schenkelkult. Wie häufig bist du schon im Schenkelkult gelandet, Blackie? Zähl mal. Beichte mal. So, wir müssen jetzt hier noch den Schatten reinhauen. Jetzt sitzt er vor der Tür, ich glaub's nicht. Oh Mann. Die Tür ist so, die geht nicht direkt unter der, auf dem Boden zu, sondern die hat so einen Spalt. Ja? Und ich glaube, weil im Schlafzimmer auch noch das Licht brennt, beobachtet er gerade, ob da Schatten rumlaufen vor der Tür. Vielleicht die Loki oder so. Wien ist toll. Ja, ich wollte immer mal nach Wien. Aber ich glaube, da muss ich vorher wirklich erstmal 10 Kilo abnehmen. Damit man mir das nicht ansieht, wenn ich da eine Woche in Wien war. Like a niemand.
You're the one who can make me happy. Ich glaube, der Schatten ist so minimalistisch, den seht ihr gar nicht, ne? Das macht voll viel aus hier vom Vor in Live, ja? Bisschen traurig. Weil ich will es halt auch nicht übertreiben beim Gold. Drölfmal, ach so. Das ist aber schon ganz schön heftig, hör mal. Bist du denn dann auch irgendwann mal beigetreten oder ist immer noch erfolglos? Müssen die sich mehr bemühen, ne? Vor allem der Wiener Tiergarten, da sind immer Jungtiere zu bestaunen. Och, immer. Eigentlich doch nur im Frühjahr, oder nicht? Ich würde aber vor allen Dingen gerne da mal mir die Oper angucken, glaube ich. Alte Gebäude finde ich in Wien, glaube ich, am schönsten. Und das Essen. Ohne Witz. Ist leider echt so. Ich glaube, ich würde mich einfach nur von einem Restaurant ins nächste fressen. Und dazwischen noch was auf die Faust. Jetzt wird bei Gold gespart. Ich dachte, Lani ist reich. Ja. Immer diese falschen Informationen, die hier vor weitergegeben werden. Jetzt könnt ihr es mal richtig sehen hier. Nächste Woche. Falls wir nächste Woche doch noch weiter dran malen müssen und ihr das wollt. Ist dann ja alles schön mit Blattgold verziert und so. Wenn nächster Monat ist, wisst ihr so. Dann habe ich auch wieder Geld auf dem Konto. Dann kann ich mir auch wieder Blattgold leisten. Obwohl, nächste Woche ist doch nicht nächster Monat. Oh oh. Müssen wir noch ein bisschen länger warten. Wieder über die Linie gemalt. Nein. Blöd. Wo kennt ihr das, wenn ihr so richtig Hunger habt und ihr riecht schon Essen, obwohl das gar nicht sein kann? Ich rieche gerade Essen. Boah, ich sterbe vor Hunger. So. Unser Schwert soll schöner werden. Ich muss Schmerzensgeld bekommen, aber die wollen mir nichts zahlen. Hä, was? Warum? Von wem? Im Haus des Meeres. Können wir einen Kindergeburtstag machen mit Haifische streicheln und Fische füttern? Was? Cool.
Wie alt, was ist so der letzte Kindergeburtstag vom Alter, dass man da so feiern darf? Vielleicht 19 plus? Immer, wir haben jetzt ein Koala-Jungtier. Och Gott, wie süß. Schönbrunner Tiergarten besteht aus einigen alten Gebäuden. War das mit zweideutig? Habe ich irgendwas Zweideutiges gesagt? Ist auch der älteste Zoo der Welt. Ach krass. Also ich muss sagen, London ist ja auch ein alter Zoo. Den fand ich gar nicht gut. Weil ich festgestellt habe, dass die alten Zoos meistens mitten in der Innenstadt waren und deswegen natürlich auch nicht vergrößern können. Und die Tiere auch nicht artgerecht gehalten werden können. Dann also in so vernünftigen, großen Gehegen. Normalerweise ist, ja, also es geht dann recht schnell, dass mir bewusst wird, dass das eigentlich keine gute Sache ist, dass ich die unterstütze und dass das überhaupt gibt und so. Und ja, dass natürlich Tierarten sind, die sowieso unsere Unterstützung brauchen, weil wir schuld sind, dass es sie kaum noch gibt, dann ist das ja wieder was anderes. Ja, es gibt ja auch Tiere, die nur noch in Gefangenschaft leben können. Aber geil ist es natürlich eigentlich nicht. Aber wenn es Babys gibt, dann heißt es ja meistens, dass die Tiere sich auch wohlfühlen. Also habe ich zumindest mal gehört. Das ist ja dann immer schon ein gutes Indiz. So, hier kurz meine Fauxpas auspinseln, wegpinseln. Das Schöne an Acrylfarbe ist, dass man es immer wieder berichtigen kann. So. Wollen wir die Kristalle pink machen? Oder wollen wir die in einer anderen Farbe machen? Lass mal gucken. Hatten ja jetzt gesagt, wir machen das Manga-Outfit. Schon wieder so ein Lied, was nur auf Dauerschleife läuft. Schrittkrise. Klar, die Figur kostet einfach mal $500. Was? Alter. Krass. Aber ist die noch nicht mal so aufwendig, cool oder irgendwas? Heftig. Okay, die Kristalle sind, glaube ich, so dunkelpink, wenn ich das richtig sehe. Wir fangen mal mit Pink an. Wir machen mal so ein Rosa und arbeiten uns mal langsam zum Pink hin. Du wolltest noch eine Mischung aus beidem? Ja, irgendwie sowas, genau. 18, sorry, na toll. Wer will denn dann den Kindergeburtstag feiern, damit ich Haifische streicheln kann? Ihr könnt jetzt gar nichts sehen wegen dem Knauf, ne? Ach, das ist jetzt blöd. Tja, das ist jetzt blöd, ne? Müsst ihr euch jetzt mal überraschen lassen. Ich bräuchte echt so eine GoPro auf dem Kopf. Keine Grenze, aber ja, Lani bekommen wir sicher als Kind durch. Ja, genau. Ich ziehe einfach einen Kigurumi an, dann passt das schon. Der ist denn doch so, ne?
Da gehe ich bestimmt als 12-Jährige durch. Darf nur die Klappe nicht aufmachen. Muss mal andere Musik anmachen, das ist irgendwie. Diese Kinderstimme geht mir auf den Nerv. Das, wenn hier einfach alles so durchläuft, irgendwann landet man da, wo man nie landen wollte. Oh, bisschen Werbung, weil wir lieben alle Werbung. So. Wenn ich Essen rieche, kochen vermutlich wieder die Nachbarn am Balkon. Ach so. Ja, nee, ich glaube, bei mir ist das nicht so möglich. Ich habe weder ein Fenster offen, noch kochen hier, glaube ich, noch irgendwelche Leute. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Zur Not gibt's doch bestimmt Leihkinder. Ja, als wenn ich den Leihkindern auch noch das Geld zahle für den Kindergeburtstag. Ist klar. Es wird immer gebaut bzw. umgebaut. Ach krass. Ansonsten wird der Zentralfriedhof bei uns als einer der schönsten Orte Österreichs bezeichnet. Ich dachte gerade, du bietest gerade den Zentralfriedhof als Kindergeburtstagsstätte an. Es wäre eine Mischung aus lustig und fragwürdig. Finn schaut aus, wie wenn er zu mir mag, aber auch nicht. Vielleicht ist er sich noch nicht so ganz sicher. Eine Heidelführung könnten wir mit ihr auch machen. Was ist denn Heidel? Heindel, Entschuldigung. Auch wenn die nicht so gut ist, aber ja, gratis Schokolade, ich bin dabei. Schon gewonnen. Ich versuche jetzt ganz vorsichtig unten an die Kanten zu kommen, ohne auf der gegenüberliegenden Seite ans Gold zu kommen, damit wir da nicht wieder alles reparieren müssen. So, erster Kristall sieht so aus. Wartet, könnt ihr ihn sehen? Glänzt, oder? Glänzt wunderschön. Sieht fast aus, als würde er tatsächlich echt sein. Quatsch, nein. Aber für einen Kristall reicht's, glaube ich, hier. Passt schon, passt schon. So.
Jetzt kommt das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Das wird jetzt spannend, ob wir das hinkriegen. Gut, dass Lani verfressen ist. Passt schon. Oh, hä? Ich habe irgendwie vergessen, dass ich den schon angemalt hatte. Okay, es wird Zeit zum Schlafen gehen, würde ich sagen. Oh, upsi. Ich habe es wirklich vergessen, sonst hätte ich ja nicht nochmal Farbe angerührt. Hoppala. Mein Vergangenheits-Ich schon mal vorgearbeitet. Sehr gut. War schön mit dir, Fern. Ah, so schlimm ist das nicht. Das Halloween-Geburtstagfeier bestimmt toll. Oh ja, auf jeden Fall. Boah, stellt euch vor, man hätte einen Halloween-Geburtstag. Besten Geburtstagsfeiern bestimmt. Immer Gruselpartys feiern. So. Was macht eigentlich der Bobo die ganze Zeit? Ist schon wieder weg. Oh, Loki ist da. Oh, es ist nur noch eine Minute. Oh, krass. Schon Feierabendzeit. Oha. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Okidoki. Ja, Leute, dann sagt mal schnell an. Sollen wir nächste Woche noch mal eine Runde Schwert anmalen? Oder sollen wir wieder ein Lesoko machen? Habt ihr die Schnauze voll vom Schwert? Sagt mal. Die Ära des Gewinnerteams muss wohl irgendwann zu Ende gehen. Oh. Es gibt ja auch keine Gewinner mehr. Also habt ihr auch keinen Sinn und Zweck mehr, oder? Habt ihr ein Video von Koala Kind geschickt? Oh. Oh, das gucke ich mir nachher an beim Essen. Mal gucken, was dann gibt und wie lange ich noch warten muss. Und ob es traurige Pesto-Nudeln werden. Ach ja. Wir haben auch 4 Geparden, Junge. Oh mein Gott, ich komme zu Besuch. Zu Weihnachten bin ich da. Katzen, die immer im Affengehege sind. Hä, warum das denn? Was dir besser passt, find beides gut. Mir egal, was du magst. Das ist der beste Chat, die mir die Verantwortung überlassen, weil sie sich nicht mit Basti auseinandersetzen wollen. Video ist nur im falschen Channel, okay. Gut. Okidoki, Leute, ich glaube, heute gibt es tatsächlich endlich mal wieder nach dem Stream auch eine Wiederholung. Ich kann ja ansonsten, ich mach mal noch den Griff vielleicht ein bisschen weiter. Und, ja, sieht doch, wenn ich das jetzt so sehe, Kamera hängt ein bisschen hinterher, aber es sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Es wird doch langsam, vielleicht mal von der anderen Seite, vielleicht mal von so. Ah ja, so sieht er natürlich viel. Moment. Nee. So könntet ihr ein bisschen mehr sehen. Ja, es wird doch, oder? Es wird. Ich mache mal ein Foto und stelle das mal in den Discord. Und ich glaube, dann lasse ich einfach den Discord abstimmen,
Und dann gucken wir mal, was der Discord bestimmt. Und dann, ja, werden wir sehen, was wir nächste Woche Mittwoch machen. So. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Viel Spaß jetzt noch mit ein bisschen Anime. Oder ich glaube, es könnte auch sein, dass es ein weiteres Interview ist. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Genau. Danke, dass ihr alle dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ist lustig. Meine Hände so 5 Minuten später so. Ja, dann nehme ich sie wieder runter. Okay. Genau. Gute Nacht. Und bis nächste Woche, wenn ihr lustig seid. So. Ihr dürft jetzt noch ein bisschen in das Endbild spammen. So. Tschüss, gute Nacht.